Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video möchte ich mal über das neue Update reden, was wir heute bekommen haben und einige weitere Dinge, die geleakt wurden in Fortnite. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal kurz anmerken, Leute, ich habe derzeit ein Gewinnspiel auf meinem Kanal am Laufen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonnieren von diesem Kanal, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Und mir auf Instagram folgen, Tactics Gaming und YT ist auch unten nochmal verlinkt. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, einen von 5 Battle Passen zu gewinnen oder einfach die PSN-Karte, PaySafe-Karte zu nehmen, um euch irgendwas zu kaufen. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Wie ihr auch schon eben raushören konntet, geht es um das neue Update, das wir heute in Fortnite bekommen haben. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass heute nicht allzu viel in Fortnite passiert ist. Ja, es ist zwar ein schönes Update erschienen, nur da war nicht so viel zu erzählen, da waren nicht so viele neue Dinge, keine vielen Sachen. Und Leute, das Allerwichtigste für meinen Kanal zumindest, es gab kaum Leaks. Nichtsdestotrotz wurde eine Sache gefunden, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Und zwar wurde in dem Thanos-Ordner, ihr kennt ja da Thanos noch, das war ein Event oder ein Spielmodus in Fortnite, was in Kooperation mit Marvel erschienen ist. Ich glaube, das war die Avengers, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber ihr wisst es wahrscheinlich besser. Ich glaube, das war bei Thanos The Avengers. Ich schaue nochmal parallel auf den Trailer, denn dort war das auch verlinkt und das waren die Avengers. Genau, das war richtig, was ich gesagt habe. Ich wusste es. Und ja, das war eine Kooperation mit Marvel Avengers Infinity War und da ist dieser Modus entstanden. Und Leute, bald bringt Marvel wieder einen neuen Film raus und dort soll es wieder eine Kooperation geben mit Fortnite. Denn Leute, dieser Thanos-Ordner wurde geändert, da sind neue Sounds dazugekommen und die könnten darauf deuten, dass Epic Games sich in Zukunft da noch etwas überlegt, da noch etwas Neues dazu zu bringen und diesen Spielmodus nochmal ein bisschen auszuarbeiten oder auszubessern, um diesen neuen Film von Marvel sozusagen anzuteasen. Ich persönlich muss sagen, ich habe den Thanos-Modus gespielt. Ich habe ihn auch gefeiert, aber nicht allzu oft gespielt, weil es mir einfach ein bisschen zu anstrengend war und mir dieser Thanos oder dieser Hauptcharakter viel zu langsam war. Wenn man diesen Handschuh aufgesammelt hat, war es richtig, richtig mühselig, da hinterher zu kommen und es hat einfach genervt. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, viele von euch sind derselben Meinung und das fand ich einfach sehr, sehr schade. Ich würde mir wünschen, dass er ein bisschen schneller ist. Ihr habt es ja mitbekommen, mit dem neuen Schwert in Fortnite, was wir heute bekommen haben, ist man dann auch ein bisschen schneller, man ist 130% schneller. Und das finde ich richtig, richtig cool, weil sonst ist man viel zu langsam und wenn du langsam bist, dann hast du ja kaum noch eine Chance, weil auf Fernkampf kannst du nicht gehen und wenn der Typ ein bisschen weiter weg ist, sprayt er dich weg mit Raketenwerfer, Granatenwerfer, alles. Und dann hat man einfach keine Chance. Selbstverständlich hat man ein bisschen mehr Leben, aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr, sehr schade. Ja, das war auch schon die News für heute, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber Epic Games hat da wirklich kaum Infos rausgehauen, kaum neue Dinge rausgehauen und das ist sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, okay, wenn ich schon ein Video raushaue, dann soll da auch wirklich was drin sein an Infos und nicht irgendein random Video, weil ich habe es mir vorgenommen, in Zukunft ein bisschen mehr auf meinen Content zu achten und ein bisschen wichtigere Sachen zu bringen und nicht einfach jeden Trash. Ich hoffe, dass ich euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal gerne eine positive Bewertung da, abonniert natürlich vergessen, um weiterzupassen und natürlich die Glocke aktivieren, um in meiner Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls man die Abo-Box spielen sollte. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.